Später, Harvey. Herr Hornbusch, Herr Hornbusch. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ganz genau. Ja. Modi, hast du eine Idee, was wir mit dem Brief machen können? Und wir müssen den Brief lesen, letztendlich. Ja, das habe ich jetzt schon mehrfach versucht. Den Zettel. Tja, jetzt mit ihr über irgendwas zu reden, das bringt dann auch uns wieder einen Schrank. Tja. Erinnerst du dich an den Schädel? Schon gemacht. Psst, später, Harvey. Ja, die Notiz. Das kann ja jetzt nicht. Da steht auf dem Zettel da. Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Ingemaro meldet sich. Hallo. Ja, du kommst jetzt ziemlich zum Schluss des... Wir haben das Rätsel jetzt hoffentlich gleich gelöst. Vielleicht können wir jetzt hier Zettel mit Brief und ja. Hallo Ingemaro. Hast du die Idee, wie wir das jetzt lösen können? Normalerweise würde ich jetzt hier mit Edna den Brief mit irgendwie einem Stift kombinieren, da irgendwie Herrn Hornbusch Tafel. Rede mit Edna über Brief. Hey Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Die muss jetzt lernen, die Unterschrift zu fälschen. Damit können sie irgendwie die Unterschrift ihres Vaters können sie jetzt fälschen. Das wäre jetzt meine Idee. Das war da irgendwie... Was steht auf dem Zettel da? Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Okay. Ingemaro hat das Spiel noch nicht gespielt. Ja, ich auch noch nicht. Ich habe das bei Gronkh gesehen im Let's Play. Ich kenne das schon, weil ich habe das schon 3-4 Mal bei Gronkh Let's Play gespielt. Und eigentlich müsste das jetzt, also das müsste jetzt eigentlich über den Weg funktionieren, dass wir sie dazu überreden, dass sie jetzt die Unterschrift fälscht. Also das müsste jetzt irgendwie von dem Zettel hier. Was steht auf dem Zettel? Dafür braucht sie einen Stift. Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Mama. Ja, okay, das wissen wir schon. Haben wir hier irgendwie einen Stift oder so irgendwie? Der Brief hilft uns auch nicht weiter. Ich kenne das schon, sagt er, nachdem er locker 20 Minuten da bei dem Rätsel hing. Klassiker. Ja gut, okay, den Brief können wir nicht mehr holen. Aber den haben wir ja schon drin. Mhm. Ja. Da gehen wir jetzt auch langsam die... Hey Edna! Ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Das hatten wir schon. Wie wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt die Notiz unmittelbar danach? Komm mit Edna. Über die Notiz reden. Was steht auf dem Zettel da? Ach, er hat es wie...
Wie geht's dir, Edna? Psst, später, Harvey. Vielleicht müssen wir sie auch wieder in den Schrank bringen. Edna, Edna, Edna! Sie haben ein Karussell! Ich lieb langsam. Herr Hornbusch! Edna für... Ich kann nicht... Ich muss doch sehr bitten! Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna! Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank! Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Irgendwie müssen wir Edna dazu bringen, den Brief zu lesen. Sie kann es aber von dort drinnen nicht. Edna, Edna, Edna! Heute ist der wärmste Tag des Jahres! Oh nein! Und ich kann sie von draußen nicht lesen und kann von drinnen nicht lesen. Herr Hornbusch! Das war aber keine... Okay, jetzt geht sie wieder in den Schrank. Ich würde das Rätsel jetzt gerne noch lösen, bevor wir hier aufhören. Okay, der Zettel bringt nichts. Geh zum Loch. Den Brief kann sie nicht lesen. Mich würde brennend interessieren, was in diesem Brief steht. Mich auch. Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Okay. Sollen wir dir irgendwie eine Lampe reinreichen, oder? Du könntest mit dem Brief ja durchs Loch reichen. Dann lese ich ihn für dich. Gute Idee. Das ist doch unglaublich. Was? Der Brief ist von Dr. Marcel an Herrn Hornbusch. Der Doktor zahlt ihm Geld, damit er dich im Unterricht benachteiligt. Außerdem betont er, dass du unter keinen Umständen früher vom Unterricht weg darfst. Besonders dann nicht, und das ist unterstrichen, wenn gutes Wetter ist. Das kann ich kaum glauben. Dr. Marcel führt offenbar schon lange eine persönliche Vendetta gegen mich. Dafür wird er büßen. Das alles kommt mir ein wenig unlogisch vor. Aber ich habe selbst gelesen, schwarz auf weiß. Wir kommen schon noch dahinter. Okay. Wie kriegen wir sie jetzt hier wieder an ihren Platz? Jetzt müssen wir den Lehrer wieder überreden, sie rauszulassen. Ich glaube, das ging mit diesem Zettel hier. Na komm, Harvey. Was ist das für ein Zettel in deiner Schultasche? Der ist mein Vater. Ne, mit Herrn Hornbusch. Wir müssen jetzt Herrn Hornbusch mit Edna kombinieren. Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder das am Unterricht teilen. Und das wie auch, Herr... So, jetzt nimmt sie wieder am Unterricht teil. Ja, am Unterricht. Ist das da die Handschrift von deinem Vater auf dem Zettel? Ja, wieso? Es ist nur ein kleines Memo über mein Pausenbrot. Nun, wie wäre es, wenn wir einen eigenen Zettel an Herrn Hornbusch formulieren? Im Namen deines Vaters? Na, großartig. Fälschen seine Handschrift? Wir borgen sie uns nur. Immerhin hast du hier Zeit genug, sie zu üben. Oder hast du etwa etwas Besseres vor? Du hast recht. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch, das Wetter zu genießen. Zurückgedämpft. Dann war das Kapitel geschafft. Na, großartig. Edna kann jetzt Unterschriften fälschen. So hast du damals gelernt, Unterschriften zu fälschen. Mit der Zeit wurdest du so gut, dass du jede beliebige Unterschrift imitieren konntest. Nur vom Draufgucken. Ja, ich glaube, ich könnte das immer noch. Ich hoffe sehr, dass mir das weiterhilft. Dieser Klassenraum zählte nicht gerade zu meinen Lieblingserinnerungen. Jo. HW2 Unterschriften fälschen. Ich habe das Werkzeug und ich habe das Talent. Großartig. Na, hier muss der Pookie noch was sagen. Zum Abschluss lassen wir den Pookie noch mal in diesem Raum reden. Seinen letzten Kommentar dazu sagen.
Und dann beende ich den Stream auch mal an dieser Stelle. Ja. War heute ein spannender Stream. Und wir haben einiges geschafft. Trotz Abstürzen und so weiter. Ich speichere jetzt hier mal schnell. Das wäre jetzt sehr schlimm. Wenn das jetzt abstürzen würde. Okay, jetzt haben wir die Sequenz gespeichert. Sehr gut, lassen wir den Puki reden. Ach ja, der Schrein mit Alfreds Devotionalien und seiner Urne. Glaube ich, der erste Raum, wo man Alfred so richtig kennenlernt und wo man ihn so richtig schön zu hassen lernt. Aber auch natürlich eine sehr emotionale Szene, wenn sich Edna zum ersten Mal Alfreds Bild anguckt und halt irgendwie ihre zwiegespaltenen Gefühle zu ihrem alten Spielkameraden deutlich werden. Aber ich mochte das immer, also Mike ist sowieso einer meiner Lieblingssprecher, nicht nur, weil er neben Alfred auch den Droggelbecher spricht, sondern weil er mit seiner quietschigen, nervigen Stimme so unglaublich Gas geben kann. Und wenn er hier irgendwie, guck mal, Edna, ich fahre, dann möchte man die am liebsten in die Froschfresse hauen. Deswegen gefallen mir auch besonders gut die ganzen Gespräche mit den Fotos, mit Baby Alfred und Alfred beim Ballettunterricht und vor allen Dingen aber auch, wenn man sich mit dem Bild unterhält, wo Alfred seinen Beamten-Schneemann ganz oben links gebaut hat. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Da singt dann Alfred das Lied Let's Build a Snowman und das kommt tatsächlich aus dem Film Cannibal the Musical. Das ist der allererste Film der South Park-Macher, als sie noch zur Filmschule ging. Glaube ich, nicht besonders bekannt, der Film, aber unglaublich sehenswert. Guckt ihn euch an. Guckt euch den Film an. Alfreds Kuscheltier, Putzi, nimmt eigentlich die tragende Idee vom Edna-Nachfolger Harveys neue Augen vorweg. Hier an dieser Stelle hatte ich schon dem gruseligen Kuscheltier, das mit seinen rot leuchtenden Augen halt einfach als Gegenpart zu Harvey sehr gruselig ist. Ich habe neulich gerade erst so mein allererstes Story-Dokument zu Harveys neue Augen wiedergefunden, wo ich noch geschrieben habe, dass die roten Augen, die Harvey halt angenäht wurden, dass die tatsächlich Putzis Augen sind. Es wird ja auch nie im Spiel angesprochen, dass es nicht so ist. Also vielleicht hat Dr. Marcel, der Harvey ja irgendwie umgenäht haben muss, Putzis Augen auf Harvey genäht. Vielleicht. Putzi will Harvey töten. Naja, egal. Und wieso? Ja. Gut. Ja, Harveys neue Augen. Das werden wir auch irgendwann mal spielen. Da spoilert der Puki jetzt auch schon ordentlich zu dem anderen Spiel. Jetzt müssen wir nochmal mit dem Porträt reden. Ach, Alfred, was ist nur passiert? Edna! Was? Du kleine Mistkröte! Ich bring dich um! Oh. Ja. Ich meine natürlich, wenn du nicht schon tot wärst. In diesem Sinne, soll mich nach oben, sollte euch dieser Stream gefallen haben, sollte euch dieser Part gefallen haben, wenn ich nachher in Parts unterteile und hochlade. Gut, ich habe jetzt erstmal genug. Ihr habt genug für eine Woche von Edna bricht aus. Ja, ungefähr. Na dann. Wir sehen uns im nächsten Stream wieder von Edna bricht aus oder im nächsten Part. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Hi, Ninilein. Du kommst ja recht. Früh vorbei. Hi und tschüss. Kommst ja recht pünktlich. Na dann. Ich wollte mich gerade verabschieden. Ja. Da hast du was verpasst, Ninilein. Das war. Kannst du Molly fragen, das war. Boah, ich bin jetzt. Ich brauche jetzt Entspannung vom Stream. Ich will nicht mehr. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich hab's euch schon gesagt. Däumchen nach oben, Abo und Glocke aktivieren, den Podcast hören. Ja, und einen wundervollen Tag haben und ja, einmal abspeichern noch. Ich schalte gerade mal um. Warteraum. So. Sehr schön. Na dann.